Also ja, beim Thema Jugendkriminalität bräuchte man sicherlich einen typischen Fall, einen Jugendlichen oder eine Jugendliche, die mehr so im Mittelpunkt steht. Und nicht so eine Geschichte, dass da jemand planvoll jemanden rächt für früher begangene Taten. Es wird ja auch in der Öffentlichkeit oft nicht so wahrgenommen, dass die normale Jugendkriminalität auch viel absolute Kleinkriminalität ist. Das 14-jährige Mädchen, das unbedingt mal ein Accessoire klaut, der Junge, der mal mit einem Moped ohne Führerschein fährt. Schwarzfahren ist bei uns in Berlin was häufig angeklagt wird. Also womit wir so im Gericht zu tun haben, das sind prozentual wenige große Fälle und überwiegend kleine Sachen. Und die Jugendlichen stehen dann einmal vorm Richter und schämen sich ganz fürchterlich und kommen dann auch nicht wieder. Oder sie machen einmal Sozialstunden und das reicht dann auch. Das ist eigentlich die normale Jugendkriminalität. Und also ich finde das teilweise sehr problematisch, wie die Boulevardpresse Sachen auch hochpusht. Dieser Fall damals in München mit diesem Mann, der da bei so einer Schlägerei ums Leben gekommen ist, wo dann später im Strafprozess rauskam, dass das sich doch ganz anders entwickelt hatte, als das am Anfang durch die Presse vermittelt wurde, die sofort den zu einem Helden stilisiert hat. Wir haben auf der anderen Seite in der letzten Zeit auch tatsächlich eine ganze Menge spektakuläre Fälle gehabt, kürzlich auch hier in Berlin, wo Jugendliche sehr brutal jemanden zusammengetreten haben. Und das schockiert die Öffentlichkeit natürlich auch. Und ja, also einerseits finde ich es schwierig, wenn die Boulevardpresse, um ihre Lagen zu stärken, sowas aufheizt oder Stimmung gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen macht oder Stimmung gegen bestimmte Teile der Jugendlichen. Das gab es schon in den 50er Jahren. Die Halbstarken waren an allem schuld. Also so eine Tendenz, die Jugend auch verantwortlich zu machen. Also dem würde ich immer entgegentreten wollen. Aber andererseits haben wir eben auch eine ganze Menge ziemlich rohe Taten in der letzten Zeit gehabt. Und da ist es verständlich, dass sich Leute auch Sorgen machen, Angst haben.